Die obersteirische Bezirksstadt Bruck an der Mur hat viele Gesichter. Mehrmals brannte die an der Mur-Mürzmündung gelegene Handelsstadt ab. Jedoch zeugen noch heute stolze Bauwerke und zahlreiche interessante kulturhistorische Juwele sowie Freizeiteinrichtungen vom Reichtum und der Bedeutung der Stadt. Das Stadtmarketing Bruck hat jetzt einen neuen Freizeitführer herausgebracht. Gut, so neu ist er nicht. Es hat ja den alten Sehenswürdigkeitenführer, der sehr, sehr gut angenommen wurde, gegeben. Und wir haben gesagt, naja, die Sehenswürdigkeiten alleine sind uns zu wenig. Es gibt so viele Ausflugsziele in und rund um Bruck an der Mur. Wir haben diesen Sehenswürdigkeitenführer genommen, ergänzt. Und ja, darum haben wir gesagt, den werden wir neu auflegen. Ergänzt, wodurch genau? Ergänzt eben um die Ausflugsziele in Bruck und rund um Bruck, die nicht per se Sehenswürdigkeiten sind. Freizeiteinrichtungen wie Bäder, aber natürlich auch Wanderrouten, Mountainbike-Routen, den Murradweg haben wir drinnen. Wir haben die Unterkünfte drinnen, ganz wichtig natürlich für die Touristen. Wir haben Gastronomie drinnen. Also genau diese Sachen, die man jetzt nicht als Sehenswürdigkeiten bezeichnet, aber die trotzdem für die Gäste, aber auch für die Einheimischen ganz, ganz wichtig sind. Fallen dir mal so auf die Schnelle drei Gründe ein, warum man in Bruck an der Mur Urlaub machen kann? Ja, da ist einmal der Murradweg. Bruck an der Mur ist einer der schönsten und wichtigsten Stationen des gesamten Murradweges. Dann ist die Innenstadt an und für sich. Bruck an der Mur hat ja den zweitgrößten Hauptplatz, Innenstadt-Hauptplatz Österreichs. Und dann das Naturschutzzentrum Weitental. Auch das ist österreichweit einzigartig mit der Wildtierauffangstation. Es ist sehr schön, wenn Touristen die Stadt besuchen, aber es ist bestimmt in vielen Städten in Österreich so, dass die, die dort wohnen, auch nicht alles über ihre eigene Stadt wissen. Was haltet ihr davon, dass wir mal eine Stadtführung machen für die Brucker selber? Ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Uns ist ja auch bei dem Freizeitführer jetzt aufgefallen, den es ja seit einigen Tagen jetzt gibt, wie viele Bruckerinnen und Brucker uns angesprochen haben und gesagt haben, wir wissen ja gar nicht was, das gibt es in Bruck, das gibt es rund um Bruck. Und natürlich eine Stadtführung an und für sich wäre eine ganz tolle Idee, speziell einmal für die Bruckerinnen und Brucker durchzuführen. Das heißt, wann darf ich damit rechnen? Wann schaffen wir das? Ich denke, dass wir das im September schaffen werden.